Nach der Länderspielpause steht für Rapid das Spiel der Spiele am Plan. Aber nicht nur das Derby ist eine große Aufgabe. Innerhalb von 14 Tagen fünf Spiele. Vor allem jetzt die nächsten drei sind einmal sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend müssen wir uns auch auf diese Wochen gut einstellen und auch natürlich versuchen, Ergebnisse zu bringen. Nicht? Naja, ich sage einmal, das sind vier Top-Gegner. Ich glaube, dass ich das in 10 Tagen so reiht, könnte ich mich jetzt nicht erinnern, aber interessant und ja, erfreuliche Aufgabe eigentlich. Diese Freude basiert sicher auch auf der Heimstärke der Hütteldorfer. Das habe ich ja schon 2006 bei meinem Amtsantritt damals verlauten lassen, dass wieder Rapid zu Hause eine Macht werden muss. 2006 war ja das nicht mehr der Fall. 2006 sind ja die Vereine gekommen und haben gesagt, sie nehmen die Punkte einfach dem Vorbeigemieten. Und diesen Respekt hat sich Rapid wieder hart erarbeitet. Aufgrund dessen ist natürlich auch alles andere gestiegen. Und wir spielen natürlich auch zu Hause natürlich mit 12 Mann, muss man wirklich sagen. Unsere Fans permanent hinter dieser Mannschaft stehen, wie wahrscheinlich nirgends woanders. Und dadurch hast du einfach immer diese paar Prozentchen mehr in dir drinnen, als wie vielleicht auswärtig. Dieses enge Stadion und diese Gemeinschaft oder diese Familie treibt die nach vor. Und deswegen fühlt man sich auch so wohl in den Stadien, wenn man sich auf seinem Arbeitsplatz wohlfühlt, dann bringt man eine gute Leistung. Das letzte Mal bei einem Derby wird der Fanblock von den Fans selbst erleuchtet. In Zukunft ist jede Art Pyrotechnik verboten. Dass jetzt Leute ein Gesetz so schnell durchdrucken, die scheinbar nichts zu tun haben mit Fankultur, dann aber schon sehr wohl groß reden, auch wie ich gestern gehört habe im Parlament, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also ganz sicher distanziert sich Rapid von allen Böllerzeug und Leuchtraketen, das haben wir immer ganz klar gemacht. Wir sind schon sehr wohl der Meinung, dass eine organisierte, geregelte Pyrotechnik schon mitgeholfen hat bei einer sehr positiven Stimmung im Stadion. Mit oder ohne Bengalen in St. Hanapi ist der Hausherr der Favorit. Für einen Sieg der Grün-Weißen kassiert man bei Tipp 3 den 1,85-fachen Einsatz als Gewinn.